In diesem Video gibt es 10 Tipps für Pokémon Go Trainer. Wir schauen uns an, wie man leichter seltene Pokémon fängt, wie man in den Arenen fast jeden Kampf gewinnt, wie man seinen Trainerlevel extrem schnell erhöht, wie man die Evoli-Entwicklung so beeinflusst, dass das gewünschte Pokémon entsteht und einiges mehr. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Bei der Jagd nach seltenen Pokémon können wir verschiedene Hinweise nutzen. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass man in vielen verschiedenen Gegenden und auch zu verschiedenen Uhrzeiten auf die Suche geht. Man kann, um bestimmte Pokémon aufzusuchen, Karten benutzen, um zu sehen, wo welche Pokémon von anderen Spielern entdeckt wurden und dann in dieser Region auf Fang gehen. So bekommt man bestimmt einige Pokémon, die einem noch fehlen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Um den genauen Standort eines Pokémon zu ermitteln, kann man den Hinweis unten rechts beachten, welcher die Pokémon in der Nähe anzeigt. Oben links ist nah dran, unten rechts ist weiter weg. Zudem sagen einem die Anzahl der Fußstapfen die ungefähre Entfernung. Ein Fußstapfen sind wenige Meter und drei sind ca. 100 Meter. Diese Angaben aktualisieren sich, während ihr umherlauft, sodass ihr wisst, ob ihr in die richtige Richtung lauft. Das könnt ihr auch daran sehen, wenn das Rechteck unten kurz grün aufblinkt. Gute Chancen, seltene Pokémon zu bekommen, hat man auch beim Ausbrüten von Eiern. Also achtet immer darauf, dass ihr so viele Eier am Ausbrüten habt, wie ihr Brutmaschinen besitzt. Beim Pokémon-Fang kommt es nicht nur darauf an, es mit einem Pokéball möglichst gut innerhalb des bunten Kreises zu treffen, sondern auch auf das Timing. Wenn der Kreis am kleinsten ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Pokémon bekommt, am größten. Nebenbei erwähnt finde ich es ohne Kamera leichter, die Pokémon gut zu treffen. Wenn der Kreis grün ist, ist es relativ einfach zu fangen, aber wenn er gelb oder gar rot ist, dann handelt es sich um ein schwerer zu fangendes Pokémon. Ab Level 7 kann man auch, bevor man den Pokéball wirft, Himbeeren einsetzen, um seine Chancen zu verbessern. Grundsätzlich sollte man jedes Pokémon fangen, was man sieht, um die Erfahrungspunkte zu bekommen, und wenn man welche doppelt hat, kann man das Schwächere gegen ein Bonbon beim Professor austauschen, welches man dann für die Evolution verwenden kann. Beim Vergleichen von gleichen Pokémon, um zum Beispiel zu entscheiden, welches ihr an den Professor verschickt, solltet ihr nicht nur auf die WP achten, sondern achtet auch auf die Attacken und auf die Größenkategorie, denn je größer und schwerer, umso stärker ist das Pokémon im Kampf. Die beste Strategie, um schnell die stärksten Pokémon zu bekommen, ist, schnell das Level vom Trainer zu erhöhen. Darauf sollte man sich vor allem am Anfang konzentrieren. Der Grund ist, dass die Pokémon und die WP der Pokémon, die man sieht und fangen kann, vom Level des Trainers abhängen. Man kann mit einem höheren Trainerlevel viel stärkere Pokémon bekommen, als man mit Power-Ups am Anfang hochzüchten kann. Verzichtet auf die Power-Ups am Anfang, spart euch den Sternenstaub und die Bonbons nutzt ihr besser für die Evolution, um die Erfahrungspunkte zu bekommen. Wie man seinen Trainer am schnellsten hochlevelt, sehen wir uns im nächsten Tipp an. Für das Power-Level-Up muss man möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. Als Boost dafür kann man ein Glücksei einsetzen und dieses dann optimal ausnutzen. Ein Glücksei verdoppelt jede Erfahrungspunkte. Sehr effektiv ist, sich Entwicklungen für die Zeit, während ein Glücksei aktiv ist, aufzuheben, um dann die doppelten Punkte abzustauben. Man kann vor allem Pokémon, die man sehr oft sieht und fängt, wie zum Beispiel Taubsies, oft entwickeln. Das ist nochmal der Grund, warum man alle Pokémon fangen sollte, die man sieht. Wenn alles entwickelt ist, kann man in der restlichen Zeit des Glücksei weiter versuchen, möglichst viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Zum Beispiel durch Eier ausbrüten, Arena-Kämpfe, viele Pokéstops ablaufen oder noch zusätzlich den Rauch verwenden und viele Pokémon fangen. An Pokéstops gibt es Items zum Einsammeln. Diese muss man nicht alle einzeln antippen, sondern man kann auch schnell den Pokéstop schließen, dann bekommt man sofort alle Items. Nach 5 Minuten kann man von einem Pokéstop erneut Gegenstände bekommen, was man ausnutzen kann, wenn man längere Zeit in der Nähe eines Pokéstops ist. Mit der richtigen Strategie hast du auch gute Chancen, gegen deutlich höhere Level einen Kampf zu gewinnen. Zuerst solltest du dir anschauen, gegen welche Pokémon du kämpfst und dann entsprechend effektive dagegen setzen. Also zum Beispiel ein Wasser-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon. Was sich gegen welche Typen gut schlägt, könnt ihr in der Übersicht nachschauen, die ich euch in der Beschreibung verlinke. Im Kampf dann kommt es vor allem auf das Timing beim Ausweichen an. Ist der Gegner von einem gelben Blitz umhüllt, dann kommt gleich seine Attacke und man sollte nach rechts oder links wischen, um sich vor der Attacke in Deckung zu bringen. Evoli kann sich bei der Evolution zu Aquana, Blitzer oder Flamara entwickeln. Mit diesem Hack kannst du darauf Einfluss nehmen und dir eins aussuchen. Ihr müsst, bevor ihr die Entwicklung macht, dem Evoli einen Spitznamen geben, je nachdem welches Pokémon ihr dann wollt. Für ein Blitzer müsst ihr Sparky nennen, für ein Aquana Rainer und für ein Flamara Pyro. Dann macht ihr die Evolution und könnt es anschließend wieder umbenennen. Die App Pokémon Go verbraucht extrem viel Akku, deswegen ein paar Tipps, wie man den Verbrauch mindern kann. Direkt im Spiel gibt es ein paar Einstellungen, die ihr nutzen könnt. Der AR-Modus sollte zum Sparen von Strom ausgeschaltet werden.
In den Einstellungen kann man Musik und Vibration ausstellen und einen Energiesparmodus aktivieren, bei dem der Screen dunkel wird, wenn man das Handy rumdreht und zum Beispiel in eine Tasche steckt. Aber ansonsten läuft die App normal weiter. Was ebenfalls sehr viel Einsparung bringen soll, ist die Karte mit der Umgebung, wo man die meiste Zeit Pokémon fängt, in der Google Maps App herunterzuladen. Gerade jetzt in der Anfangszeit hat Pokémon Go noch einige Fehler und Serverprobleme. Jedes Mal, wenn die App hakt oder einen Fehler hat, dann starte sie komplett neu. Um schnell zu schauen, ob es gerade Serverprobleme gibt oder alles normal läuft, kann man auf diese Webseite gehen, wo einem der aktuelle Status angezeigt wird. Was sind deine Erfahrungen als Pokémon Go-Spieler? Hast du noch mehr Tipps? Dann schreib sie für uns in die Kommentare. Abonniere Neuland-Tipps, denn auf diesem Kanal bekommst du jede Woche neue Tipps für deinen Internetalltag.